Ja, Marilyn. Gut. Aha. Lecker. Hier was die malen und grüß sich die Buben. Ja, wie ihr auf den Schüdel schon gesehen habt, es geht auf die Königswarten. Von der Seite bin ich noch nie aufgegangen. Auf der Warten war ich zwar schon öfters, aber nächstes Wegel erkommt man. Ja, leichtes Gepäck wieder dabei. Diesmal extrem viel Wasser, weil es sollte wieder extrem warm werden. Puh. Es ist in der Zwischenzeit Mittag, also ja, plappern wir nicht lang, gehen wir. Da geht der erste Hochsitz. Gut, wie ihr sehen könnt, da war der Überstieg zu den Schweinerleine, aber wir bleiben heute außerhalb und gehen daneben durch. Schaut aus, wie wenn der Zaun parallel zu dem Weg rennt. Ja, vielleicht sehen wir was vorbeizischen, wobei ich denke, bei den Temperaturen liegen die sicher auch wo, lieber gemütlich. Hirschkäfer, die sind eh schon ganz selten. Ja, da geht es wieder mal extrem auf. Ja, ich verstehe das auch nicht, warum die alle ein Gipfelbirchel ummachen müssen. Idiotisch, warum machen sie kein Talbirchel? Das war was für mich. Ja, da ist so eine Umgehung. Ein alter Vater. Er soll ihn da durchpassen. Nein, ich nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Titel auf. Ja. Die nehme ich. Ich tue lieber. Ich bin ja kein Biafra-Kind, dass ich da durchkomme. Geht's immer noch auf. Oh, lecker mio. Und wie mein Glück hin, das reißt nicht an. Ja, bist du deppert. Ja. Puh. Mir kocht ein bisschen das Popo-Wasser und Bergziege bin ich auch keine. Wann machen die keinen Sessellift auf? Muss ich mir eine gute Idee einwerfen. Ja. Und das nächste Hindernis. Was haben wir da? Achtung, freilaufende Weidetiere. Na super, auf was treffen wir da? Rhinoceros? Na, gehen wir wieder mit durch. Weiter geht's. Geiler Ansitz. Der hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Ich hab's geahnt, es geht wieder auf. Da sind die Balken gar nicht da. Okay, absichtlich offen. Ja, keine Ahnung. Ja, ist auch lustig. Schöner Kerl. Königswarten, 5 Minuten. Das wird dann unser Trip zurück. Oder schauen wir mal, vielleicht geht auch noch anders. Und gleich sind wir da. Hinter mir der Aussichtsturm von der Königswarte, also die Königswarte. Keine Leute da. Ich bin quasi ganz allein. Also quasi der einzige Depper, der bei den Temperaturen da aufgeräumt. Aber so bin ich für euch keine Mühen und Kosten gescheit. Und jetzt greifen wir da noch auf. Schauen wir, Aussicht werden wir nicht viel haben, aber wurscht, wir schauen einmal. Ja, da steht da wer um. Nein, macht nichts. Also
alles rund um diesen Haverer. Ja. Aber Verkehr ist nicht mehr. Ich bin jetzt wieder herunten angekommen. Ja, wie ihr es gesehen habt, waren ein paar Bundesheerler, die haben gerade irgendeine Übung durchgezogen. Wollte ich natürlich auch nicht länger stehen. Und so, aber jetzt gehen wir noch ein bisschen da oben in den Schatten zu dem Bankel. Und dann gibt es einmal ein Käffchen. Und diesmal kalt. Jawohl, kalter Kaffee. Herrlich. Gehört mehr. Ja, Freunde, ich habe euch da unmäßig wieder mal am Hut gesteckt, quasi. Und ja, jetzt gibt es einmal Käffchen, habe ich gesagt. Ne? Aber diesmal heute was Besonderes. Ein bisschen ausräumen, Apfel wäre dabei heute. Jetzt sind wir komplett ohne Essen unterwegs, aber dafür mit genügend Wasser. Und mein Mio-Kühlbeutel, quasi ein Spaßackerl, ein bisschen zugeschnitten. Eine Eiskaffee und eine Energy. Cappuccino. Ja, ganz ein normales Sackel einfach zugeschnitten. Es gibt da so zwei so Kühlbeuteln, sind eh schon aufgetaut. Und das ist aber noch schön kühl. Ja, heute kein warmes Käffchen und in dem Sinn trotzdem auch meine ganzen Krankensesseln wieder und auch nicht gesunken. Prost, Freunde. Naja. Egal, jetzt machen wir es mal ein bisschen gemütlich. Gehört auch dazu. Cappuccino ist leer. Und jetzt schieben wir noch hin nach. Haha, einen kühlen Energy. Prost. Mein Ofen war jetzt leichter. So, aber jetzt. Wow, das zischt. So, jetzt noch einen kleinen Apfel. Schöner Wind, anscheinend haben wir dadurch auch keine Gößen. Stirbt mir aber nicht. Ja, Freunde, das war's jetzt. Mein Apfel habe ich gegessen, alles ausgetrunken und den Mist. Ich habe da Plastik und Alu. Könnt jetzt da vorne in den Mistkübel haben. Tue ich aber nicht, weil dann liegt es in einem Mistkübel. Und somit nehme ich das mit heim und tue es daheim separat trennen. Und warum soll ich einer da rauffahren und mein Mist wieder runtertragen, weil ich ihn selber auch runtertragen habe? Dann kann ich ihn auch selber runtertragen, oder? So schaut es aus. So, alles wieder gesattelt, alles benannt. Und jetzt gehen wir schon langsam gemütlich wieder heim. So, jetzt ist die Möglichkeit da wieder durch. Oder da den Weg runter. Nehmen wir den Weg einfach. Ein schöner, dichter, uriger Wald. Ja, wenn da oben nicht die Beobachtungsstöber war, ist da geil zum Übernachten. Ja, Freunde, jetzt schaut euch die Königskerzen an. Ich bin 1,70. Da klingelt ich wahrscheinlich auf
2,30, 2,20. Die ist locker 2,50. Und die da hinten ist, glaube ich, noch höher. Wahnsinn. Unbedingt trinken. Wahnsinn. Ja, was ich denn da zugute halten muss, ist, dass man die Wasserflaschen super reinkommt. Nicht wie bei manchen Rucksäcken, wo du die Hände brechen musst oder anlegen musst, dass du hinkommst. Das ist top gelöst, muss ich sagen. Ja, von da bin ich jetzt gekommen. Und da muss ich noch hin, aber so wie es ausschaut, ist der Weg weg. Aber ich gehe da nicht mehr an. Ein Foto runter und das passt dann schon. Ja, ich hoffe, man hört noch was, da bläst der Wind ordentlich. Da unten bei den Häusern steht dann mein Auto auch schon. So, da geht jetzt noch so ein kleines verhunschenes Wegerl runter. Und dann sind wir schon fast da. Da unten sieht man schon auf die Droschke hin. Ja, Freunde, ich glaube, bis da oben wird uns nichts mehr Interessantes für die Linse rennen. Daher verabschiede ich mich gleich von euch, von dir. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Madl und pfiat euch die Buben.